Leute und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr mit Hilfe der zwei Minecraft Bucket Plugins, World Guard und World Edit, wie ihr mit denen eine PvP-Region erstellt und wie ihr natürlich auch PvP verbieten könnt. Und dazu braucht ihr zwei Plugins. Die sind einmal World Guard und einmal World Edit. Wenn ihr die nicht habt, dann downloadet ihr euch die, und wenn ihr die schon haben solltet, dann guckt mal in die Beschreibung rein. Da könnt ihr dann die Zeiten überspringen. Ja, also einmal World Guard. Die Links stelle ich in die Beschreibung rein. Und um die zu öffnen, braucht ihr auch WinRAR. Das stelle ich auch in die Beschreibung rein. Und dann noch World Edit. Und ja, zuerst gehen wir in die World Guard ZIP-Datei rein. Und dann ziehen wir uns hier die WorldGuard.jar auf dem Desktop. Und das gleiche bei WorldEdit, mit der WorldEdit.jar. So, und dann gehen wir mal auf unseren Server. Hier gehen wir dann in den Plugins-Ordner. Und dann ziehen wir hier die zwei JAR-Dateien rein. Ich habe das schon gemacht. Jetzt lösche ich die wieder. Und ganz wichtig, ihr müsst noch, also noch nicht den Server starten, sondern geht erstmal auf eure Server-Properties-Datei. Und hier muss PvP auf True sein, aber also auf gar keinen Fall auf False, das wird das nicht gehen. Und ja, falls ihr in der World Guard Config irgendwas eingestellt habt, was mit PvP zu tun hat, dann stellt das auch am besten zurück, sonst wird das auch nicht gehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Ingame-Teil. So, okay, ich bin zurück und ich habe einen Kumpel mitgebracht, der heißt Tim. Hallo. Und ja, wir werden jetzt erstmal ein Gebiet protecten. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann werde ich das jetzt auch nicht ausführlich erklären. Dafür könnt ihr mein anderes Video anklicken, das ich jetzt einblenden werde. Ja, jetzt benennen wir das Gebiet. Ich nenne das einfach mal PvP-Arena. Ja, das habe ich schon gemacht. Und wenn ihr jetzt hier auf dem Gebiet die PvP-Einstellung ändern wollt, dann schreibt ihr hier mal rein. Also ein Slash, dann Region, dann Flag, dann Namen vom Gebiet, das ist hier PvP-Arena. Und dann schreibt ihr rein, wie der Flag heißt. Also es gibt hier mehrere Flags von World Guard, aber dieser Flag hier, den wir jetzt benutzen, heißt PvP. Und dann entweder allow oder deny. Allow ist erlauben, deny ist nicht erlauben. Ich mach einfach mal allow. Okay, Tim, kannst du dein Game Mode ausmachen? Oh. Ja, jetzt kann ich schlagen und komm mal hier hin. Hier geht das halt auch, und wenn wir jetzt ein Gebiet erstellen wollen, wo PvP nicht geht, dann machen wir dasselbe wie gerade, nur dass das Allow halt mit Deny ersetzt wird. Also D-E-N-Y. Und jetzt kann bitte nochmal hier hinter. Oder warte, TP dich, dann musst du nicht auf den Game Mode machen. Da, fuck. Steht jetzt schon, you are in no PvP area, also das heißt, hier ist PvP ausgeschaltet, und das könnt ihr natürlich auch auf viel größeren Flächen machen oder da, wo halt Spieler wohnen. Und ja, ihr könnt das halt ganz verschieden anwenden. Und ich hoffe, ich habe euch mit dem Video weitergeholfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Ciao.